Moin Leute, Timex hier. Es gibt jetzt 3-Tage-Stream in Grounded. Ist ein Survival-Game. Du wirst ganz klein geschrumpft, gibt's eine geile Story, bist im Vorgarten, kämpfst gegen Mücken, Ameisen, Insekten, Spinnen. Es ist geil. Baust dir eine Base, wirst angegriffen. Je größer die Base wird, desto mehr von Ameisen und so wirst du angegriffen. Wir zocken mit Reapers, Romatra und G-Time und wollen jetzt ganz genüsslich dieses Game durchzocken. Wenn ihr all die Folgen nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ups. Einer fehlt irgendwie. Sagt nee, ihr zwei fehlen tatsächlich. Zwei ich warte nur auf dich, Romatra. Ich bin da. Jetzt kommt wieder ein Traum. Oh, guck mal, hab's gewusst. Krasser Motherfucker bin ich. Ja, das ist echt eine Cutscene. Ja, sag ich doch. Ich bin cool. Aber ist das hier die gleiche? Nein. Das ist eine andere. Guck mal. Aber ich hoffe, danach ist mein Game wieder nicht abgestürzt. Hoffentlich. Das wäre nervig. Und würde auch das Ende des heutigen Tages einleiten. Specimen vitals are stable and holding. Looks like we've done it. Great job, everyone. Let's set up 3 more trials for replication. Sorry to crash your party. The Defense Department has arrived early to discuss Project Orc. The director needs you to be present at the meeting. Not sure what's worse, our director or a 3-hour meeting with the military. Alter, wie mürrisch. Ganz schön mürrisch für jemanden, der Experimente an Kindern durchführt. Ja, ne? Director Schmeckter. Ach du Scheiße, jetzt muss ich. Das ist eben sein Name. Warum immer Kinder? So, fickt euch, ich habe mir eine Gasmaske gemacht. 2 kann ich noch machen, wer will? Lasse, ich würde mitnehmen. Mitkommen und mitnehmen. Ja, heute gehen wir eh nicht mehr, aber ich habe sie gemacht einfach. Ich. Mach ja, sie selbst, mir doch egal. Ist ja eh alles da, oder? Ja. Macht euch einfach selbst, I don't care, Alter. Ja, das Game sieht echt krank aus, oder? Er braucht Essen? Ja, es sieht sehr, sehr hübsch aus. Mit dem Wasser hier draußen und die Pilze, die jetzt hier wachsen und die Beleuchtung. G-Time baut auch wieder echt eine geile Base. G-Time, Vorsicht! Ich rette dich! Ich hab dich gerettet, G-Time. Danke dir, mein Retter. Noch, ich rette dich nochmal. Warum packt da jemand noch essbares Essen rein in die Gammelfleischkiste? Na, weil das gammeln muss. Lass es bitte gammeln. Nee. Was draus gut, hab Hunger. Nein, nein, wirklich, G-Type kann nicht weitermachen. Ja, ich hab Hunger. Ich hab im Inventar 4 gammelige Fleisch, die ich gerade. Oh, dann lass ich das. Produzieren lasse. Die backt, helf mal mit. Was wir als Fall nur noch brauchen, mehr sind Stängel und Seile. Das war so viel zu viel Schuss, die wir dafür brauchen, oder? Nein, Digga. Braucht noch jemand Essen von euch? Ach, oh, doch mal ganz kurz einen Bogen und macht mit, ist geil. Ist geil, ist geil. Ist free. Ich. Jetzt wird also das zu zweit macht man da echt gut Damage, ne? Ja, zu dritt macht man da echt gut Damage, ne? Ach nee, du hast dich bewegt, Max. Oh Mann, ich bin runtergefallen. Alter, wirklich jetzt. Ach du Scheiße. Ich war so in einem guten Loot, dass du immer triffst einfach. Das müssen wir uns merken, wir können ja immer chillen. Die macht doch immer wieder gleich, das gleiche. Ganz schön dumm für eine Spinne, ne? Die Arme. Wollen wir runtergehen und sie finishen, mit dem wir sie drauf verkloppen? Wollen wir sie mit Fäusten verprügeln? Ach, so? Das ist so langweilig. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe euch geholfen und habe jetzt 0 Pfeile. Ich habe alle Pfeile aufgesammelt, die unten liegen. Ich bin einmal drüber gesaugt, Alter. Ich habe genauso viele Pfeile wie vorher. Ich glaube, ich auch. Wollen wir die zweite auch noch töten? Die dritte auch? Nö. Okay. Ich habe keine Pfeile mehr. Hallo. Craft jetzt neue. Crafte neue. So, und der Gamer braucht jetzt Holz, oder was war das, was ich richtig gesehen habe? Wir brauchen noch Stängel und Seile. Seile mache ich jetzt. Ach, König des Dschungels. So dumm, Alter, die müsste eigentlich ganz einfach hier hochrennen. Die müsste ganz einfach hier hochlaufen können und uns einfach alle aufessen.
Ist halt eine Spinne. Das ist eine Spinne, genau. Ist eine Spinne. Die kommt überall hin. Es gibt keinen Ort, wo diese Spinne nicht hinkommt. Krank. Deswegen hasse ich sie auch. Na komm, zerplopp. Geil. Ganz schön viel Holz, was da mal rauskommt, ne, aus so einem Ding. Ja, aus so einem großen ist schon majestätisch. Warum ist denn da ein Loch in unserem Boden hier oben? Das ist schon immer da gewesen. Das decayed nach der Zeit. Nein, du's nicht. Wir haben Rust gelandet auf einmal. Jeder labert einfach irgendwas anderes Dummes, ne? Ja, Max muss aber auch die ganze Zeit kotzen, Alter. Das ist halt... Geht gerade wieder, chilligerweise. Oh, was ist denn hier oben los? Willst du noch essen? Will jemand essen? Essen? Einmaliges Angebot für Essen. Ja, ich komm. Ich komm. Ich bleib bei meinen Pilzen. Ich hab's gestapelt. Das Essen. Richtig sauber gestapelt oben. Ich esse lieber ganz entspannt jeden Tag so 30 bis 40 Pilze. Wie ein Real Life, Alter. Deswegen muss ich auch kotzen, Alter. So. Ja, ist so. Oh, lecker. Kaulquappenfleisch. Ich glaube, Kaulquappenfleisch ist actually auch OP. Ich glaube, ja. Weil du kannst die einfach da immer abfarmen und da sind so viele überall. Was war das? Du musst dann da ins scheiß Wasser treten. Das ist doch überhaupt nicht OP. Das ist doch voll beschissen dort. Mega OP. Oder was macht G-Tam denn da? Soda. 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 Mach ich? Soda eingesaugt. Was ist denn da? Ich werde jetzt gleich noch... Was mache ich noch? Es ist einfach 1.20 Uhr, Alter. Ja, ist auch was der Plan? Nee, nichts mehr. Es ist viel zu spät, irgendwas zu machen. Aber lass mal nicht um 8 Uhr morgens wieder anfangen, so wie die zwei sich wieder denken. Nee, lass mal so gegen 11 anfangen, würde ich sagen. 11, 12 anfangen ist perfekt. Ja. Lass dann... Oh, hä? Um 11? Von jetzt bis 10 Stunden? So lange kann ich gar nicht pennen. Willst du jetzt pennen gehen sofort? Nee, was denn? Keine Ahnung, wie lange brauchst du immer, um einzuschlafen? Kannst du... Achso, du pennst einfach immer ein. Wenn du sagst, du willst schlafen, dann kannst du schlafen. Eigentlich ja. Bin ich wack. Wack? Ja, weil ich wünschte, ich könnte das auch. Ach so. Einfach schlafen. So, ich gehe jetzt schlafen und dann bist du weg. Ganz ja. Schön OP. Kann ich nicht. Ich sterbe. Zum 3-4 bin ich wach. Das ist um ganz 11 klar. Wollt ihr morgen anfangen? Nee, ein bisschen. Wir streamen doch eh alle weiter. Auf gar keinen Fall. Was? Was bringt das denn? Weil ich weiß auch nicht, was das bringen soll, Alter, hä? Ja, das bringt absolut gar nichts. Es bringt gar nichts. Was bringt nichts? Es ist kein Sabaton oder irgendwie so, es ist einfach nur nervig. Jetzt noch zu streamen, wie ich schlaf. Streamt aber auch gar nicht, wie ihr schlaft. Beide nicht, oder? Kevin, Max, never. Ich hätte jetzt heute gestreamt, wie ich penne. Das ist auch hundertprozentig abgemacht. Ihr filmt jetzt, wie ihr pennt. Wie wir pennen, ja. Wir sind 72 Stunden live. Glaube ich nicht. Also ich würde das ja eh nie machen. Also generell nie. Im LAN-Party-Studio okay. Gut. Ja, im LAN-Party. Aber sonst nehme ich mich nicht auf, wenn ich schlafe. Zu Hause auch chillig, da stehst du alleine. Ich kann halt auch nicht. Ich bin halt sehr, sehr, sehr unruhig beim Schlafen. Ich brauche komplette Dunkelheit und Ruhe, weißt du? Wenn ich PC an ist, Kamera irgendwie an ist. Auch dunkel. Ich mache auch dunkel, ist mir egal, ob die Leute da nicht sehen. Die wissen ja, ja, und dann, was bringt's denn für live zu sein? Hä? Bitte? Kein Sinn. Hey, ich hab noch immer meinen Marathon Sinn. Am Laufen. Ja, bei dir macht's ja auch Sinn, aber ich hab ja keinen Marathon am Laufen und nichts, Alter. Hä? Das macht so viel Sinn. Ich hab auch nichts am Laufen, aber für die Zuschauer. Hä? Sorry, es ist... Das kennt Romatra nicht, der macht nur was für die Zuschauer, wenn er Geld kriegt. Sagt der Typ, der seit 50 Tagen im Sellout-Stream ist, Alter. Ja, aber ich mache ja im Gegensatz zu dir nicht irgendwie 4 Euro für eine Minute Stream. Oh yeah. Hä, was machst du gerade? Bei mir zahlen Leute für eine Minute 1 Euro, nicht 4. Dank. Oh wow, okay, ja, dann ist dein Preis einfach anders. Aber selbe Prinzip. Boah, scheiße. Ich glaube, bringt mich um so viel Scheiße, wie G-Time labert.
Ich habe mir 2 Essen runtergenommen hier, aber dafür habe ich 3 Essen drauf getan. Also wir wissen jetzt noch, dass immer war. Was ist sicherlich getroffen? Haben wir keine von diesen Stängelpflanzen mehr in der Umgebung? Nein, 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 niemals. Ist die gefickt? Oh mein Gott! Ich werde auch immer besser. Ich habe hier gerade auch so doll, so doll die Spinnen durchgenommen. Mutation Heckenschütze! Geil! So flawless durchgenommen, Wahnsinn. Pilze von der Farm brauchen 72 Stunden zum Auswachsen. Ja, aber 72 Ingame-Stunden oder 72? Geh mal davon aus, 72 Stunden, aber wenn wir die Nacht skippen, also Ingame-Stunden, dann geht das ja noch was schneller. Also 3 Ingame-Tage brauchen die zum Wachsen, okay. Was denn? Die Riesenpilze. Ah, also hast du die auch schon angepflanzt? Bitte? Ja, die kommen unten hin, 4 Stück. Die locken die Rüsselkäfer dann an. Wenn hier genügend bei uns rumlaufen, hoffentlich. Ich bringe ja so viel Unkraut hierher, ne? Du, die ganze Zeit hier die Blattläuse, die hier rumlaufen, immer nehmen. Und tu die oben dran, damit das Fleisch trocknet von denen. Was mit Ströders Quarz? War der gut? Ja. Ja, den brauchst du zum Aufwerten. Ich bin so ein Spinnenschlechter geworden. Auch die Spinnen, an die wir vorher gestruggelt haben, Reapers. Ich mach die fast flawless, aber ich bin die so am Zerschlitzen. Will ich nicht. Wann geht denn dieses Alarmsignal bei uns immer los? Und dann mittlerweile mehr Info? Wenn was in der Nähe ist? Letztes Mal war es Rache. Nein, das meine ich noch nicht. Alarmsignal immer, wenn so ein Forschungszentrum in der Nähe ist eigentlich. Ach das, ja. Hier oben ist was. I don't know what it is. Oh, stimmt, gibt's ja auch. I don't know what it is. Mutation entdeckt, Meuchler. Die klingt krass. Was ist denn bitte schön Meuchler? Ein meuchelnder Mörder. Kleine Klingen verschwimmen gerade zu deinen Händen, wenn du damit herumwirbelst. Dolche sind deine Waffe der Wahl, lassen deine Feinde bluten. Angriffe mit Dolchen eröffnen neue Möglichkeiten, erhöhen den Schaden, den Feinde durch Blutungseffekte erleiden. Oh Junge, der wird direkt ausgerüstet. Weg mit dir, Meerjungfrau. Hallo, Spielst Meuchler. Spielst du denn Dolch? Ich spiel Dolch, Alter. Geil. Ich bin Dolch-Main. Stimmt, gibt's hier auch Mäuse und kleine Tiere? Oder gibt's hier nur Insekten? Ja, einen Rab haben wir schon gesehen. Und stimmt. Einen Fisch. Aber stimmt, Tiere wären auch viel zu groß, oder? Obwohl... Hab ich den nicht irgendwo einen Zahn mal gesehen, als ich hier bin? Das mit G-Time. Boah, das reicht für uns beide. Ich würde halt sehr gerne noch die Bienenrüstung haben. Aber ich weiß nicht, wie man Bienen bekommt. Aber kannst du die nicht einfach craften? Nee, oder? Digga, man braucht echt viel Unkrautstängel. Das ist richtig weh.
Okay, das ist heavy. G-Time, komm doch mal mit. Ich zeig dir mal, wo man immer Holz findet. Ich hab schon da hinten gesehen, da waren auch noch überall Bäume, ne? Ja, so hier lang. Ich glaube, ich bin bei dir unterwegs sogar. Reapers. Ah, ne, bin ich nicht. Gar nicht. Bisschen abgedriftet. So, auf jeden Fall haben wir hier bei uns oben sehr viele von diesen Blattläusen. Ja, davon haben wir viele, aber wäre die auch angelockt? Eigentlich nicht. Also ich habe da jetzt nichts gemacht, dass die angelockt werden. Du stinkern die da alles zu. Aber wenn man die sieht, kann man die ja eben wegklatschen und mitnehmen. Ich will meinen Bogen verbessern. Das glaube ich nicht. Hm? Wir sind so den kompletten Garten am Umgraben. Ich spiele ja in einem Gameboy rum, Jungs, ne? Mach doch nicht bei mir. Wo bist du? Guck mal hier. Ah, hey. Okay. Guck mal. Ich kann zeichnen hier. Ich sehe nicht ganz genau, was du machst. Ah, doch! Guck mal. Ja! Geh du mal auf die eine andere Seite. Ja, okay. Ich kann nämlich hoch machen und du kannst links rechts machen. Es ist so ein Progress. Ey. Jetzt können wir zeichnen. Progress Alarm. Mal uns einen Pimmel. Okay, warte, können wir resetten irgendwie? Ich weiß es nicht. Lass mal raus. Nee, das bleibt. Ach scheiße. Wir machen trotzdem den Pinnel, komm. Pinnel. Warte mal, hier. Oh. Okay, warte, ich fahre ihn an die Seite, jetzt resette. Zap Collar und Lobo Lobotomizer, Alter. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Jetzt nochmal. Ja, du musst nach unten erst, oder? Und jetzt fahre ich uns in die Mitte. Wollen wir hier den... Jetzt musst du nach oben. Und jetzt machen wir hier das erste Ei, okay? Ja. Hoch. Ja, hoch noch mehr. Ja. Ja, warte. Na, jetzt runter. Nee. Ich hab's... Nee, ich glaube, du hast es verkackt. Hey, ich. Du musst, wenn ich quasi... So, warte, jetzt ich nicht. Ich hab keine Ahnung, ich hab dein Bild nicht im Kopf. Achso, jetzt hoch. Und jetzt fahre ich nach rechts. Warte kurz. Jetzt fahre ich nach rechts und wenn ich nach rechts gehe, musst du nach oben, okay? Auf die Sätze. Fertig, los. Stopp. Jetzt fahre ich nach links und du fährst weiter nach oben, okay? Ja. 3, 2, 1. Ah, okay. Scheiße, war ein bisschen früher als du. Oder wir machen einfach einen Viereckpimmel. Ich glaube, ein Viereckpimmel ist einfach. Ich glaube, gerade ist es echt schwer. Alter. Was ist? Ein Viereckpimmel wäre einfacher. Ja, Viereckpimmel ist viel einfacher. Was Reisen macht sind ihr schwierig. Da? Ach, wir sind beschäftigt. Aber jetzt musst du nochmal. Ich reset nochmal, warte. Inventory full, was ist denn? Wieso denn? Hey, es ist kein Reset gewesen, hä? Mann, bist du doof? Muss den roten Knopf drücken. Den roten, ja, ich bin dumm. Okay. Die letzte Mauer müssen wir offen lassen, erstmal noch, ne? Musst du hoch, glaube ich. So, jetzt mach ich hier, jetzt gehst du hoch. Oh, ich weiß echt nicht, ob da die Rüsseltypen kommen, ne? Ich habe hier weit und breit keinen gesehen. Noch, ja, die, ja? Lass die noch offen, ne? Leg das einfach nur dahin. So, jetzt haben wir. Die werden eh aus einer höheren Distanz angelockt, ne? Warte. So. Und hoch. Jetzt musst du hoch. Genau. Oh! Oh! Ja. Hä? Ach so, ja, okay, ich brauch die Biene. Check ich. Nicht getroffen, was? Getroffen! Hoch? Ja, noch ein Stück? Jawohl. Ah! What? One shot? Das lassen wir so, das bleibt jetzt einfach so. Wir haben es geschafft, wir haben es gepackt. Wir haben mal wieder gewonnen, ja, wieder. Reapers. Wir haben wieder gezeigt, dass wir die besten Gamer sind. Wir haben einfach das Projekt nur gewonnen, mit, Alter. Oh, ich habe Zahn gefunden, zum Glück. Ja, das war 10 der, den ich vorhin gefunden habe, deswegen bin ich hier. Zum Glück. Schafft ihr es in 10 Sekunden noch zurück? Nee, ne? Nee. Das ist 10 Sekunden. Oh mein Gott, G-Time ist der beste Gamer. Deswegen heißt der Gamers Time. Ach, du bist tot. Bist du schon? Kannst du noch looten, ne? Genial.
Nein. Hier ist ein Rüsselkäfer. Ja, hier laufen also, Rüsselkäfer. Das sind diese kleine Dinge, genau. Wir können jetzt zusammen noch ein bisschen schlachten. Reaper. Ich habe gerade einen Rüsselkäfer gehabt. Tulli. Das heißt, hier können welche herkommen? Ja, hier laufen in der Umgebung welche rum. Die werden dann angelockt. Von der Falle. Na gut. Lacht ihn. Die können tatsächlich gar nicht so viel, ne? Ja, ich hab die voll flawless besiegt. Jetzt braucht man davon, reicht davon eine Falle? Ja, das Ding ist, die funktioniert folgendermaßen. Die Pilze sind in der Mitte. Tot. Und wenn die Rüsselkäfer die dann wittern, dann kommen die hier hin und laufen die ganze Zeit gegen die Wand. Und wir können außen rumlaufen und können die dann immer töten. Lass mal hier rechts hochgehen. Ich brauch Faserverband, Alter. Wir brauchen noch mehr Dürrstationen. Aua, ey, ich bin voll. Ja. Warte, ich helf dir. Ich hab vorhin sehr viele Läuse da dran gemacht. Chase, ich hab sonst noch dreimal Essen dabei sogar. Junge, lass mich mal nicht so ficken von dem. Ups, was war ich denn? Das war ja scheiße. Manchmal kann man auch einfach Try haben. Muss das Essen hier gleich ballern. Spinne. Was ist denn das für ein Nest hier? Röder Quarz, warte kurz. Was machen wir mit spröben Quarz nochmal? Rüstung werden. Oh, Zahn gefunden. Weiß. Zähne sind so stark fürs Team, ne? Ja, Zähne wirklich. Sind unglaublich krank. Was hat ein goldener Zahn gebracht? Ei oder was? Ein goldener Zahn-Upgrade. Achso, das war eine eigene Upgrade-Klasse. Genau. Oh, hier ist eine dicke Spinne. Oh, nee. Da wollen wir erstmal nicht rein. Wollen wir hier hoch mal? Guck mal. Ja, ich wollte hier auf der anderen Seite, aber ja. Guck mal, da ist Wissenschaft. Da drüben. Kommen wir da hoch? Hier laufen viele Blattläuse rum. Kann man sonst direkt daneben noch eine Blattlausfalle machen? Eine Blattlausfalle können wir auch noch bauen, ja. Aber ich weiß nicht genau, wie die funktioniert. Digga, lass direkt machen. In die Mitte, das ist genau dasselbe Prinzip. Du musst in die Mitte nur diese Suppen reinlegen. Diese Pflanzensuppe musst du reintun. Aber die musst du da hinlegen und dann, wenn die rankommen, essen sie die auch. Die muss nur in der Dichte, in der Nähe der Base sein, ne? Guck mal, hier kann man übel. Hier sind richtig Bienen, by the way, ne, Max? Ein echt? Arsch voller Bienen, ja, Bienen zu Hause. Also hier leben alle Bienen. Ey, G-Time, lass ohne Witz noch eine Blattlausfarm machen. Was fängt die da an? Können wir machen, ja. Was fängt an? Aber sollen wir die nicht dann eher morgen bauen, oder? Wie viel Zeit haben wir noch? 1:30. Also ich würde noch ein bisschen daddeln. Also ich würde jetzt nicht Story machen, aber so ein bisschen eine kleine Blattlausfarm schon mal anfangen. Ich würde auch mit Reapers hier noch ein bisschen nach unten gehen. Ja, guck doch. Okay, Reapers hat gesagt, es fängt wieder an und hat sich gemutet. Ich habe keine Ahnung. Hier würde ich geil finden. Die darf nur nicht zu weit entfernt sein, sonst funktioniert die nicht, ne? Ja, sie muss da sein, wo wir immer wieder hinlaufen. Genau, die muss da sein, wo wir immer chillen. Weil deswegen hat meine nicht funktioniert. Wie weit denn, wie es rendert? Also meine ist jetzt knapp 40 Zentimeter vom Haus entfernt. Hm. Das ist schon ziemlich... obwohl das geht hier, das ist auch noch... 40... Ja, das Ding ist, du brauchst auch eine gerade Fläche, ne? Das glaube ich nicht. Ich gäb's, ja. Ja, sag, was heißt das? Aber warte mal, wo tut man denn die Suppen hin für die... Blattläuse? Kann ich zu euch kommen und ihr helft mir mit der Biene? Das sind ganz viele Bienen. Bring die Pfeile mit. Aua. Aua, oh mein Gott. Ja, aua, pass auf, da bin ich gerade auch reingelaufen. Lost. Hier laufen die ganze Zeit Blattläuse lang. Das heißt, nehmen die Farm einfach nochmal eine Blattlausfarm? Macht das Sinn? Ich würde gerne hier rechts irgendwie hochkommen, Reapers. Aber ich weiß nicht, wie wir das machen. Wir könnten theoretisch, je nachdem, wenn das klappt, die auch direkt hier mit reinbauen.
Warte mal, wir können doch einen Tisch schon craften, ne? Oh, klappt das? Ja, ich könnte mit Gasmaske rein schon, aber wollten wir eigentlich zusammen machen. Nee, nee, hier kommen wir nicht hoch. Was? Gasmaskengebiet in Jones. Ah. Nee, aber da gehen wir nicht hin. Gasmaskengebiet werden wir nicht anschauen. Aber vielleicht finden wir hier noch irgendwas anderes. Hier zum Beispiel. Ist doch geil. Beides in einen, geht das? Ich brauche echt die Biene unbedingt. Ich muss zu euch kommen, sagt ihr, ja? Ja. Hier sind ganz viele Bienen. Hier sind Bienen zu Hause. Checkst du? Ja, ich check's. Hier leben alle Bienen. Hier treffen sich alle Bienen zum Chillen. Und Bong rauchen oder sowas. 86 Pfeile, ich komme zu euch. Tatsache, wir kommen da echt nicht hoch, ne? Nee. Das ist ja so ein Scheiß. Das frustriert mich auch ein bisschen, hä? Wieso macht man sowas? Wieso baut man sowas? Nur mich abzufangen. Kein Problem, kein Problem. Macht euch ganz locker, entspannt euch. Ihr habt es geschafft. Ihr habt die Bienen gefunden, die ich so dringend brauche. Ich hab immer noch die Ameisenrüstung. Wo bist du hin, Reeves? Ich hab einen Wasserschluck getrunken. Ja, man hat uns so viele Subkills versprochen. Oh nein, es fängt wieder an. Meine Tastatur macht wieder, was sie will. Ich muss auf. Das war's. Nicht mal meine Tastatur. Mein PC ist verflucht und ich hab ein Virus. Echt jetzt? Virus? Ja. Ja, ja. Irgendwas stimmt nicht. Und kein PC-Freak kann mir sagen, was es ist. Keiner. Keiner weiß es. Irgendwann random drücken sich irgendwelche Knöpfe. B, A, oh, das C, hatte Leerzeichen. Das hatte ich auch mal. Kein und Scheiß, das hatte ich auch mal. Und es geht immer noch nicht. Ja, und was hast du gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe mein PC resettet. Weil ich ja. Ich hatte Angst, dass ich irgendwie gehackt worden bin und irgendwer meine Tasse. Das fühlt sich an, als wäre es gesteuert, ne? Ja, der macht, was er will gerade. Ey, ich habe einen Zahn gefunden. Geil. Milch. Ja. Ich habe hier eine schlafende Biene gefunden. Die werde ich jetzt köpfen. Oh Gott, ja, bitte. Wie random aber. Wie random sich da alles drückt einfach. Keiner kann mir sagen, was ist. Keiner kennt was dagegen. Krank, ne? Einfach krank. Ja, du musst Windows wegmachen. Einfach Windows wegmachen. Ja, einfach Windows weg. Ja, oh, hier ist so ein Dings zur Verteidigung. Hier ist ein Mixer. Turbo initialisieren. So ein Verteidigungsding. Ich hab einen neuen Käfer gefunden. Merken. Map? Hä, ich hab einen Mistkäfer gefunden. Haben wir schon mal einen Mistkäfer gefunden? Hier ist doch eine Verteidigungsposition. Der ist friedlich. Verteidigungsposition, das schaffen wir doch aber nicht hier. Das schaffen wir in dem Gebiet hier nicht. Nee, ich weiß, aber ist trotzdem cool zu wissen. Aber da gibt's eine richtig starke Rüstung. Von der Asse? Ja, kranke Asse. Da kannst du eine übertrieben starke Rüstung. Aber die ist krank, die ist krank, die Arme. Wo bist du denn, um Himmels Willen? Guck mal, ich habe eine kranke Assel gefunden. Zeig. Und die ist einfach friedlich. Krank. Die bewegt sich und läuft, aber die ist krank. Wieso ist die krank? Das greift mich jetzt an. Die heißt kranke Assel. Eine Mücke greift mich an! Ich glaube, krank, weil die krank ist. Einen Grund, warum die krank ist. Ich glaube, die ist krank im Kopf. Reapers, Hilfe bitte! Wollen wir sie töten? Was willst du, Max? Wir müssen jetzt eigentlich Polly töten. Es gibt nur einen Grund, warum die krank ist. Die ist krank, damit ihr die besser töten könnt. Ich bin tot. Wir sind sau weit weg von dir, was ich wollte zu euch kommen, Wir sind echt sau weit weg, das schaffen wir nicht mehr in 30 Sekunden. Bienen sind by the way über uns hier, ne? Ja, bringen wir die um, die Assel? Ja, lasst uns die Assel töten. Ich komme, ich bin bei euch, ich hab's jetzt geschafft. Es tut mir leid, kranke Assel. Haltet durch. Okay, dann warten wir auf Max. Ja, okay. Ja. Was greift mich denn jetzt an? Ihr Verräter, ihr seid beides Verräter. Okay, oh mein Gott, die Max. Biene. Ah, scheiß auf Max. Zwei Bienen und tot. Mann, ihr habt gesagt, ich kann zu euch kommen und es ist gelogen. Es ist so gelogen. Es waren 8 Mücken und 9 Bienen, die mich angreifen. Bin ich jetzt alleine am kranke Assel kämpfen? Ja. Kämpfst du 20 schon? Sekunden, ich bin neben euch. 20 Sekunden, ich bin direkt neben euch. Ich gehe die Pappnase, die so rumnervt, wiederbeleben. Dann müsst ihr sagen, man kann nicht zu euch kommen. Nix. Ihr müsst es dann sagen. Sag es! Sag es! Ihr seid so schuld. Ihr weißt es auch. Ich weiß auf dich. Sag es! Ich schwör, ich geh weg. 8, 7. Ich schwör, ich geh weg. Ja, okay. Ja, sag wir sind beide es. Schuld. So. Nein, sag es! 4, 3, ihr habt keine Schuld. Come on, Max. We need you. Sie haben so Schuld, sie haben so Schuld. Thanks, buddy. Die ist übermächtig, die Assel. Ich kann die nicht alleine besiegen. Komm, Assel besiegen. Scheiß auf alles, was da ist, Max. Alles auf alles scheißen.
Ich kann nicht rennen, ich muss mich heilen, ich hab 1 AP. Hey, der schließt alle meine Fenster. Alle Fenster sind zu. Ist ein Hack. Ich kann. Wie, da. Ich kann meinen Chat nicht mehr sehen. Das war's. Ich kann die Assel alleine nicht töten. Ja, da warst du aus. Hilf mir! Gekaufter Kaugummi hab ich gefunden, Jungs. Oh mein Kaugummi. Gott, das ist eine Assel. Kranke Assel, warum krank? Guck mal, wie die aussieht, Alter. Klar ist die krank. Die hat jetzt noch einen gelben Lebensbalken. Warum? Oha, was macht sie für Moves? Ja, ja. Nein, angreifen, angreifen, angreifen. Die heilt sich. Angreifen, die heilt sich. Mein PC macht komische Sachen. Hey, ja, Mann, aber nicht jetzt, ne? Ja, nicht mein Gaming-PC zum Glück, also das affectet das Spiel überhaupt nicht, aber weißt du, der andere PC. Ah. Junge, die greift mich so an, ne? Ich hab eine Assel getötet, wie geil. Asselbrocken. Das ist so derbe, meine Asselbrocken, ich habe so derbe gegen die gekämpft. Alle meine Ausrüstung ist kaputt. Diese eine Assel hat mich komplett getötet. Oh geil, 50 Pilze, die kann ich jetzt essen, 2 Minuten lang. Die salviert einfach. Wo? Oh, jetzt sehe ich sie nicht mehr. Und so neblig und gruselig hier drin. Die Bienen waren da unterwegs. Sie waren teilweise auf dem Boden. Guck mal, wir sind unter einem Gartentisch. Guck mal hoch. Lol, witzig. Da sind so richtig viel Essen und so Stuff und deswegen sammeln die sich da Bienen wie blöde. Echt? Ja. Guck mal, weil mir dünn die ganze Zeit das Windows-Geräusch, weil mein PC einfach Knöpfe drückt. Das wird die Tastatur sein. Ich raste aus, wenn das noch jemand schreibt! Es ist nicht die Tastatur. Ich hatte genau dasselbe. Ich hatte genau dasselbe Problem. Es ist nicht die Tastatur. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich weiß, woran es liegt. Es ist die Tastatur. Ich weiß es. Oh mein Scheiße. Gott, da könnte ich so ausrasten. Wie kommen wir hoch mal, auf den? Hast schon mal versucht, den Router neu zu starten? Hey, Mann, Alter. Bienen brauchen wir, das wäre einfach ein Traum. Ich kenne das Problem. Du musst die Kühlpaste auf deiner CPU austauschen. Das ist auch so ein Classic, Alter. Kühlpaste. Pack das ab. Hey, Mann. Jeder schreibt, wo macht man Firmware-Update auf deiner Tastatur? Auf der abgeschnipselten Tastatur. Oh, was ist hier? Gekauter Kaugummi, wieso nehmen wir das nicht mit Schaufeln? Ich hab gesagt, geht nicht. Kannst du nicht abbauen. Schaufel geht nicht. Hey, Schaufel steht doch da. Ich hab dein Paradies gefunden, Max. Komm mal her. Ja, nur wenn wir Reapers mitnehmen, weil der kann kämpfen. Ist das schön. Und wiederbeleben vor allem. Guck mal. Oh, die sind richtig groß. Was? Ach, oh mein Gott, die pennen alle. Wenn wir einschlagen, kommen alle. Dann tot. Sicher? Ja, nee, glaube ich nicht. Ist nicht so. Dann lass zurückgehen. Ich hasse dich, Romatra, du bist so dumm. Alle sind gekommen. Alle sind wach. Scheiße, Abbruch. Deswegen bin ich der Lead, ja? Im einfach wegrennen. Oh mein Gott! Ja, fick dich. Bin tot. Ja, die verlieren Akro relativ schnell. Ja, Max ist wirklich die verlieren tot. Super schnell Akro. Sind sieben Stück sind auf mir drauf. Die fickt doch mich, ey! Die verlieren so schnell Akro, das ist gar kein Problem, wenn wir die angreifen. Lass mal nachts 10 schlafende Bienen wecken. Mit einer Armbrust. Ich bin so dead. Ich war ein Bogen tatsächlich. Gotta get up, Max. Gotta get up, Max. Come back in. Hast du den gerest wenigstens? Hä? Er hat mich gerest. Mich hat er. Ja, ich werde von der Biene verfolgt. Wo läuft jetzt Romatra hin? Ich lauf irgendwo hin. Keine Ahnung, was soll ich machen? Ich hab kein Ziel mehr. Ich will einfach nur noch irgendwie rumlaufen. Ja. Was denn, Großer? Ich sehe das Baumhaus nicht mehr. Die Wegmarkierung Baumhaus ist für mich nicht mehr sichtbar. Doch, bei G-Time Kevin sieht man es ganz leicht. Was denn? Nichts. Robuster Quarz. Chat findet heraus, was Romatra gesagt hat. Boah!
Vielleicht findet heraus, warum mein PC gehackt wurde. Ich hab jetzt eine Läuse into Rüsselkäferfalle gebaut. Oh, wir sind im selben Wasser. Wie random. Was geht, Max? Gut. Ich will einfach nur überleben. Glaube ich nicht. Wollen wir nicht die Biene holen jetzt? Das schaffen wir niemals. Da bin ich durchgelaufen. Da bin ich am Anfang durchgelaufen. Was ich zu euch wollte. Ja. Genau mittendurch. Waren die aggro? Ja, natürlich. Echt? Da sind auch noch Mücken dazwischen, ja klar. Okay, krank. Verteidigen doch irgendwas da. Was, irgendwas ist da doch. Ja, ja, safe. Wo ist hier? Waren wir hier schon bei der Kassette? Ja, ne? Nee, die habe ich noch nicht gesehen. Waren die? Weiß nicht, sieht cool aus. Ja, doch, hier liegt was. Warum hebst du das nicht auf, diese Scap-Teile da? Die leuchten immer die, grün und die siehst du siehst nicht. Die nehme ich nicht mit. Hä, warum? Okay, nehmen wir ich weiß aber Zukunft auch nicht, mit. Was das ist, Farbschema. Was tun die uns? Wir können dann später unsere Base anmalen. Das Einfachste und das Nervigste ist halt Windows neu aufzulegen. Ich hasse. Das ist wirklich die allerletzte Lösung, die man machen will. Bombardierkäfer. Hier ist ein Marine-Käfer. Marine-Käfer. Oh, hier ist ein Furzkäfer. Furzkäfer ist hier auch. Einfach ein Marine. Müsst ihr sagen, was ihr wollt. Okay, Furzkäfer greift mich an. Die sind für dein Menü, damit das anders aussieht. Jetzt um mein Schlafen Hut. Gleich. Müde. Ja. Echt? Hä? Ich bin seit 14 Stunden am Stream. So am, wach wie der, am Grounded Zeit. Spielen, Alter. Ja, ne, ich bin tatsächlich auch. Ich bin nicht unbedingt müde. Ich kann jetzt auch locker noch ein, zwei Stunden weiterspielen. Ich weiß trotzdem, dass ich sehr gut schlafen werde, aus irgendeinem Grund. Kennt ihr das? Wenn ihr wisst, okay, ich schlafe gleich einfach gut? Ne, kennt ihr nicht, ne? Dann fickt euch einfach mal. Doch, wenn ich so müde bin halt. Keine Ahnung. Aber du sagst, du bist nicht müde. Deswegen check ich nicht. Ich bin leicht angemüdet. Picken sie sich, Sir. Ja, schon ja, wieder irgendwie. Ich auf jeden Fall mal in Betracht ziehen. Mich selbst zu ficken? Ja. Ich mach das gleich noch. Ich. Keiner oh, wissen, Mann. Du Wichser. Armed Raspberry. Wir müssen nicht im LAN-Party-Studio spielen, das ist zu weit weg und dann, wir können auch jeder von zu Hause aus pennen. Dann ist Grounded Stream vorbei, alle gehen auf. Ein Geheimnis gefunden. Wer macht mit mir? Oh, du bist da! Ja! Guck mal, wie die zwei Spinnen da so einen Geheimpath am Rande der Map verdecken. Ja, lass sie uns ficken. Das? Ja, die müssen wir. Hinter dir erstmal das hier wegmachen. Gamers Time, ich bin da. Wir können gamen. Okay, und jetzt Step by Step, ja? Warte. Spät. Okay, ist in Ordnung. Ich kann nur nahkämpfen, ich hab keinen. Ich hab meinen. Warum nicht? Weiß ich nicht. Mein Inventar ist voll, maybe. Ja, genau, mein Inventar ist voll, das ist das große Problem. Jetzt der ist stuck. Der ist stuck, die dumme Sau. Dumme Sau. Wir haben hier gleich Gammelfleisch. Funktioniert deine Farm, Gamers Time? Dumme Sau. Da sind noch drei, da sind drei, oder? Nee, zwei. Kann ich dir gleich erst sagen, also es ist halt gerade dunkel, ne? Da sind, glaube ich, nicht so viele Läuse und Rüsselkäfer unterwegs. Stacken, Alter, sind die. Und Matra hat sogar 72 Stunden Stream in der Beschreibung, will aber nach 15 Stunden aufgehen, hä? Ja, muss ich rausnehmen aus der Beschreibung. Hier schwirrt die Spinne, Digga. Wie nervig. Was verbirgt sich hier, Rumatan, Alter, der Dritte? Boah, hier verbirgt sich irgendwas. Ja, ne? Ich hab ein Geheimnis gefunden, sag ich. Noch eine dicke Spinne. Also die müssen, das kann nicht sein, dass die das protecten. Hier ist was, Rumatra. Ja, irgendwas protecten die. Wie läuft's? Wir können ja aber durch das Netz abschießen. Ich hab nicht mehr viele Pfeile. Ich hab noch 39. Aber du kannst dich doch immer wieder aufsammeln, oder? Ja, ich hab 20. Gamer? Also die Läusefalle funktioniert. Echt jetzt? Ja, hier kam schon gerade eine Laus hin, die wollte sich hier von den Suppen schnappen. Wir haben so ja, also Rüssel habe ich, ne?
Rüssel habe ich hier Beine nie gesehen, mehr. Aber Läuse laufen hier wahnsinnig viele lang. Ja, Rüssel Laus kommen auch noch nicht, weil... Gut, da war wieder eine Laus. Ja, wegen der Falle, die werden angelockt. Da ist noch eine Laus. Ja, die werden gerade angelockt hier vorne. Aber wieso denn in eine Falle? Also, hä? Ja, die kommen ja nicht an den Tisch dran. Die laufen dann hier unten die ganze Zeit rum, weil die da dran wollen. Und dann? Ja, und dann können wir die einfach hier töten und mitnehmen. Ach so, ich dachte, das wäre leichter. Ich sag's einfach Prime. Das hör ich doch. Irgendwie, dass die, irgendwo, dass die reingehen und dann... Jetzt auch dass sie da irgendwo stacken. Ist geschossen nach uns. Ton. Das müssen wir dann aber trotzdem töten. Wie wichtig ist Ton? Junge, hier kommen aber viele. Es gibt's hier, Romatra. Nice! Mich Idiot. Ach du Scheiße, ich hab die ganze Zeit gesagt, ich hab einen Zahn gefunden. Ja, und dann, ich hab dann das nicht gefunden. Fick dich, du Arsch. Dann mutet sich Romatra, sagt danke für den Prime und ist die ganze Zeit wieder mute. Ja, ja, ja. Lass erstmal weitergehen und die dann töten. Nee, nein, lass die doch jetzt schnell töten. Ich hab doch keinen Bock zu backtracken gleich, oder? Ja, aber wir müssen doch gucken, ob wir hier Ausweichmöglichkeiten haben. Nee, wir töten die auch so. Ich kann jetzt gucken. Ich block die ganze Zeit, ich tank die. Also ich glaube, ich fand Romatras Falle besser. Ich hab 40 Schuss, reicht. Ja, die gut, hat doch gar nichts angelockt. Doch, die, wenn du in der Nähe standest, hat die angelockt, aber du musstest sicher in die Nähe stellen. Ja, ich töte sie jetzt, okay? Also ich habe jetzt viele getötet, aber es sollte passiv ja irgendwas sein, was sie. Oh, hier ist da oben in unserer Basis eine Spinne! Ja, du hast sie da bis dahin gelockt, ja, und die macht jetzt die ganze Base kaputt da oben. Schalten. Boah, ist der tanky, Digga, ne? Ja. Ich hab meine Waffe ist gleich kaputt. Kann ich meine droppen dann? Ey, Cheetah, was machen wir jetzt? Wie viel hast du noch? Gamer! Wie viel noch, Matra? In der Waffe? Keine Ahnung. Ja. Nicht mehr viel, aber ich sehe den Balken fast nicht mehr. Ich droppe dir meine Waffe. Aua, warte, jetzt habe ich 80% meines Lebens verloren. Pass auf, die kommt! Oh mein Gott! Hast du schon gedroppt? Blocken. Nein, hab ich nicht. Du, also, ich blocke Gamer? Ich greif's. Ja, wir haben sie fast. Ja. Komm. Machen wir noch. Schießt du die ganze Zeit ab? Nein. Ach du mal? Ich bin zu unsicher. Danke. Ja, Alter, wie kann die krass springen? Wie viele Pfeile hast du? Wow, bei dir ist noch eine G-Time. Ich drop dir 20 Stück, okay? Ich brauch nicht. Wir haben unsere Base halt echt auf dem Wolfsspinnnetz gepackt, ne? Können wir deren Basis, wo die drin ist, spawnen, komplett einkleiden mit diesen Schutzstacheln, dass die da nicht mehr rauskommen? Die, Mann, die machen die einfach kaputt, ne? Ich glaube, so krass sind diese Stacheln nicht, dass die alles aufhalten. Hab Romatra echt nur zugeschaut, weil ich dachte, er macht einen 22-Stunden-Stream. Das hat er ja angegeben. Jetzt fühle ich mich gescammt. Ajo. Ajo, Alter. Ist Wasser wie blöde. Gamer, was machst du? Ist Wasser, ne? Direkt abschöpfen. Yes. Also da war ich ein. Noch ein Hassel. Musst du in den Nahkampf und ich mach Fernkampf. Ja? Ja, du musst einfach nur blocken. Einfach immer blocken gedrücken. Du musst auch gar nicht parieren, einfach blocken. Du musst aufpassen, dass du genug Ausdauer zu blocken hast. Was ist die Begründung, dass sie keinen 20-Stunden-Stream machen? Romatra sagt, es bringt nichts. Aber das macht er nur einmal. Ja, ich weiß, das macht er aber nur einmal. Ist super nervig. Warte, ich nehme meine andere Waffe einfach. Komm, scheiß drauf. Aber dann musst trotzdem du tanken. Weil meine andere Waffe kann ich keine, habe ich kein Schild. Wir haben hier echt viele Blattläuse gerade dran, Gamer, ne? Also? Wir haben hier echt viele Blattläuse gerade dran. Oh, meine Waffe macht gut Damage, Alter, oder? Oder ist... Ja. Eierhiebwaffen machen viel mehr Schaden, so. Weißt du? Ja, aber dafür kriege ich auch Damage die ganze Zeit, ne? Ja.
Wie bei, Oh. Ey, Dieter, ich bin hier nerven extrem, finde ich. Digga, wie groß sind die Pilze? Wow. Das ist wie bei Marienkäfern, wow. Da sind auch so Hiebwaffen stärker. Also keine Stechwaffen. Krass. Ey, der macht mehr Damage durch meinen Block, ne? Und der hat Aggro auf. Ich bin tot. Aber schaffst du, oder? Der ist ganz low. 30 Sekunden hast du Zeit, den zu töten. G-Time, was ist der Plan? Du kämpfst die ganze Zeit gegen eine Spinne. Ja, ich töte die gerade hier beide. Kann ich dir helfen? Ich helfe dir von oben, okay? Ja, sehr gut. Gut gespielt. Ja, also, dass man halt irgendwie 80% Damage durch den Block durchkriegt, wenn man kein Schild hat, ist halt nervig, ne? Außer du blockst halt irgendwie perfekt. Bastelbrocken jetzt schon 9. Also, die sind schon tough. Tanky. Treffe ich? Ich hab meine Waffe gedroppt. Wir müssen das jetzt mal untersuchen gehen. Ich will wissen, dass wir damit gar nichts machen können. Ja, warte mal. Hä? Oder? Hier ist noch, müssen wir neu erforschen. Ja, genau. Aber ich hab halt kein. Meine Waffe ist kaputt. Also. Ich kann ja. Ja, du hast doch diese Hiebwaffe, oder? Die Hiebwaffe, ja, aber ich krieg die ganze Zeit Damage, ja, Alter. Ja, dann nimm die Stichwaffe von mir. Dann nehme ich deine Stichwaffe. Dann gebe ich dir meine Pfeile. Ich hab Pfeile. Achso, ja, dann gebe ich dir meine Pfeile. Ich hab Pfeile. Guck, Forschungsstation gefunden, let's go. Ja, okay, dann können wir da mal schon forschen. Ey, Dieter, das merken wir uns, die Taktik, okay? Asselbrocken. Oh, krank. Die haben mich mit ihrem Gift getroffen. Oh, was sie gefunden haben? Asselbrustplatte, Jungs. Die ist hier 3, die ist hier 3, Bro. What? Das ist die Endlevel. Wenn die Spinne euch verfolgt, bitte nicht in die Basis gehen. Hat die alles kaputt gemacht, oder was? Mietenaxt? Nein, die hat jetzt zum Glück nichts kaputt gemacht. Ich hab die an den Bunker gezogen. Wir haben die jetzt wieder an den Bunker getötet. Ja, sauber, lass die immer so töten. Du machst Bunker-Action und ziehst Aggro auf dich und ich bin oben und schieß. Ja. Ey, jetzt haben wir gerockt. Wir sind nichts anderes gerockt. Übrig als Bunker-Action zu machen, weil wir bevor töten. Die unsere Basis kaputt macht. Krachen. Können wir die nicht irgendwie fangen? Romatra hatte doch auch was gebaut, dass sie fangen. Naja, wir können jetzt halt hier so ein Konstrukt machen, wo die hochlaufen, runterfallen, dann kommen die da halt nicht mehr raus, ne? Ja, das ist genau. Es. Genau. Aber sowas will ich jetzt nicht bauen. Warum? Aber morgen. Morgen können wir das gerne bauen, aber jetzt okay. Nicht mehr. Aber das ist ein geiles Konstrukt, das funktioniert auch. Und dann sammeln die sich da alle. Dann kann man da hingehen und dann sind da irgendwie 20. Das Ding ist halt einfach, die sammeln sich auch so, weil die Suppen liegen auf dem Tisch und die kommen da nicht dran und stehen vorm Tisch rum. Deswegen, ja, aber die rennen halt dann weg, sobald die dich sehen, ne? Und dann verstreuen die sich in tausend Richtungen. Mhm. Also jetzt gerade, die ist gar nicht weggerannt. Die stand hier und... Ja, gut. Wo ist denn jetzt hin, Ruth? Ich bin hinter dir. Ich bin tatsächlich jetzt hinter dir. Ich tu die aber jetzt mal direkt aufhängen, weil ich hab schon viele Blattläuse. Wo lang? Da, wo wir gerade wegrennen von. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir jetzt Essen ohne Probleme kriegen. Kriegen wir jetzt. Guck mal, hier oben hängt alles. Ey, hängt alles mit Blattläusen voll, die ganzen. Ja, wir haben echt viele geholt, Mann. Dorffleischdinger da. Wir brauchen noch mehr Dorffleisch. Today's gluon trials were a complete failure. Apparatus destroyed, no useful test data, perhaps Dr. Klein was right. Asselbrocken. Another year's research down the drain, I had felt so sure of it. For my sake, I need success. But nothing. Ich kann jetzt, ich hab mich, du kannst dich hier auch abschalten. Ja, ja. Ich hab mich jetzt gepimpt. Ich kann jetzt 4 verschiedene Dinger machen. Mach ich jetzt auch. Oder? Ja, die sind irgendwie auch nicht so geil alle bis jetzt. Ich überlege alles so in maximale Gesundheit, Ausdauer und sowas zu packen. Ja, aber das ist ja relativ günstig, das können wir gleich noch machen. Ich glaube, wir finden noch 4 von denen. Ja. Ich glaube, so Giftresistenz. Schon geil. Einen da mach ich noch. Ich habe jetzt auch Schnelligkeit, ich glaube, jetzt reicht's mir auch. Wenn da jetzt nichts unglaublich Geiles dazukommt, dann. Genau, no, ein bisschen auf Max Heilung gegangen. Plus 30. Es wird schon wieder hell, hä? Ganze Nacht waren wir hier Abenteuer machen. Ja. Was? Ja. Ja, geil. Ach, Bock, Alter.
Was? Das macht wirklich Bock. Das macht unglaublich Bock. Was ist das hier? Oh, Gasmasken-Action. Oh, ein vergammeltes Hotdog. Ja, und hier kannst du nicht mehr weiter, Romatra. Nee, du aber auch nicht. Aber weil rate das... mal, wer doch. Guck mich mal an. Ja, ja, aber ich dachte, wir wollen nicht ins Gasmasken-Scheiß. Ach, du bist so sauer, Alter. Eigentlich will ich ja auch nicht durch. Ich will nur den kürzesten Weg nach Hause nehmen. Und den mache ich jetzt. Ja, okay. Ja, das ist der kürzeste Weg. Na gut, ich muss mich da mal hier durchkämpfen. Ich bin disconnected. Nein, ich komm mit. Ich komm mit dir. Disconnected. Weil ich sonst, disconnected. Verbindung zum Host verloren. Alle. Einfach witzig. Aber alle bei Romatra rausgeflogen. Spoiler ich mir noch hier. Ja, morgen kann er mal wer anders hosten und schauen, was besser läuft. Nein, nein, das liegt nicht an dir. Also wie gesagt, mir hat einer mich schon gesagt, einladen? Das Problem ist, generell im Multiplayer. Find's aber in Ordnung. 4-5 Mal rausfliegen in einer 14-Stunden-Session ist, glaube ich. Ja. Verkraftbar, aber eigentlich bei so einem großen Unternehmen dürfte das nicht passieren. Obwohl, es hatte schon viele Lags. Also, weißt du, auch dieser. Dieser Ruckler. Aber das kann auch an Romatras Internet vielleicht liegen. Ah, das glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Hm. Jetzt komme ich nicht mal rein. Trete Spiel bei, die ganze Zeit steht da. Ja. Max ist drin. Ich kann euch aber auch einladen. Ja, bei mir, ich bin stuck. Ich bin auch stuck in trete Spiel bei. Ja. Einfach im Spiel beitreten bin ich stuck. Ey, schon eine halbe Sekunde in diesem Giftgebiet, man ist instant tot, ne? Ich bin da gerade aus Versehen reingestolpert. Die Alt-F4 Schließlich-Taktik und Game neu starten. Ich komme nicht mehr nach Hause. Das macht mich richtig wütend gerade. Ich war kurz davor, diese Rüsselkäfer-Farm abzuziehen. Oh. Das ist mein Goal für heute. Ich Alt-F4, ne? Was ist das? Ich hab die Alt-F4-Taktik gerade auch gemacht. Ich hab das Game neu gestartet. Das geht nicht. Ein Hardstuck. Also Max ist drin. Drin. Soll ich auch mal neu starten einfach? Oder wollen wir einfach sagen, das war's für heute? Ich komm, nein. Du lässt das jetzt schön offen, Junge. Ist eh offen, auch wenn jemand geht, ne? Trete so, Spiel bei. So, jetzt geht's. Lade. Ja, GTM ist drin. Ich will jetzt meine Farm abschließen. Vorher wird hier nichts zugemacht. Ah, die Spinne ist im Boden gebackt, die uns vorher angegriffen hat, Reapers. Ich bin denselben Weg zurückgelaufen, da ist einfach eine Spinne irgendwo im Boden. Das ist witzig. Ich mag diese Wassertropfen irgendwie. Ich finde das irgendwie. Mag die auch sehr. Ich finde das irgendwie geil. Hey, I'm Willow. Ich spoiler mir, wenn ich jetzt hier weitergehe, deswegen komme ich zurück, ja? Okay. Ich bin aber schon, ein bisschen Spoiler musst du dir aus, du willst komplett backtracken. Ich bin gerade da, wo wir am Anfang diese 3 Spinnen getötet haben, da laufe ich jetzt gerade lang. Ja, da will ich auch zurück. Die Gasmaske hier, by the way, geht nur, du kannst hier durchlaufen. Aber dann spoilern wir uns trotzdem. Es geht nur so 10 Meter Luftlinie und dann hört's auf mit dem Gas. Ja, aber man ist echt instant tot, ne, das ist also... Echt? Kann sehr, das so sehr rein? Schnell. Ja, ich bin aus Versehen reingesteppt. Ich hab's noch nicht mal genau gesehen gehabt. Hab irgendwie nur 10% Leben übrig gehabt. Gut. Witzig, wie die Blattläuse denken, sie sind immer in Sicherheit. Und dann sind sie sofort tot. Das ist eigentlich gar nicht witzig.
Scheiße, ist schon wieder Gift hier oder was? Ich komme hier nicht durch. So, die Rüsselkäferfarm ist fertig. Geil. Hier ist ein angebissener Apfel. Der schimmelt. Das finde ich auch so geil gemacht. Überall, wo echtes Essen ist, ist drumherum so eine Giftwolke. Ja, ja. Oder auch Ameisen oft. Ameisen auch oft, wenn irgendwo Essen rumliegt. Schön auch oft Ameisen. Was chillt da oft? Ameisen. Gut. So geil. Ameisen. Ja, voll geil, ist geil. Da bin ich. Hier durch ohne Gift? Hier drin ist halt was, ne? Beim Apfel. Marienkäfer greifen die immer an oder nur wenn man sie angreift? Die nur wenn du sie angreifst, glaube ich. Ja, ja, die greifen nicht an. Asseln auch nicht, by the way. Asseln OP. Oh. Oh. Ich liebe dieses Game. Also hier ist ein... ich habe was gefunden. Was denn? Einen schwarzen Ameisenhügel. Ich hau ab. Machen wir zusammen, okay? Sind wir vielleicht Termiten? Nee, stand schwarzer Ameisenhügel. Ach so. Also zusammen machen morgen, ja? Oder wie? Ja. Okay. Ja, oder ja, wir lassen das Gebiet. Gasmasken? Ja, es muss halt Gasmaske, ne? Ach so, mit Gasmaske muss. Ist nervig. Sowas sind so. Also, Gasmaske finde ich nervig. In jedem Spiel, auch in Satisfactory, ja, nervig. Ja. Ja, ja. Also, unter Wasser finde ich noch in Ordnung. Ist witzig. Bringt wenigstens neue Dimensionen rein. So hoch runter und so. Aber Gasmaske ist wirklich nur nervig. Alles, was du mit einer Gasmaske machst, könntest du eigentlich auch ohne Gasmaske anbieten. Da hätten alle mehr, ja, Spaß dran. Aber das sind nur. Die Gasmaske trägst du nur ganz kurz irgendwie. Also, du. Grenzt nur ganz kurz Gebiete ab, damit du nicht reingehst, aber in dem Gebiet ist kein Gasmaske-Action. Ja, aber dann musst du trotzdem eine Gasmaske im Inventar haben und so eine Scheiße, weißt du, was ich meine? Und dann geht die kaputt und du musst nur die Gasmaske reparieren. Ja. Also Gasmaske ist schon nervig. Brauchen wir Ton? Nee, ne? Haben wir bei der Base. Haben wir, aber nimm mit. Also ich glaube, wir können nicht zu viel von irgendwas haben. Ich glaube schon. Aber okay. Ja, stimmt, bei Ark gab es doch auch diese eine Gifthülle, die unglaublich nervig war. Immer. Also alles mit Gift ist ein Fakt einfach ab. Oder auch Dark Souls, kannst du dich erinnern an diese. An diesen Sumpf, wo ja. Du. Ja. Nee, wir gehen dir ja, ja. An Reapers. Auch nerviges Gebiet, oder? Also. Ja, das schon, obwohl, es hat aber auch seinen Touch irgendwie. Es hat seinen Reiz, aber insgesamt fuckt es einen einfach nur ab. Ja, wenn man vergiftet ist, ist egal, wo immer abfuckt. What the fuck, hier sind direkt so ein Scheiß. Okay, ich muss jetzt so oder so durch das Gebiet, weil ich nicht mehr weiß, wo ich bin und der schnellste Weg zu euch. Mücke, sehr gut, dass wir Mücke jetzt haben. Haben wir auch Biene? Ne, Biene haben wir nicht. Jungs. Durch ganz viel Zufall bin ich jetzt hier oben bei der Giftmaschine. Die ganz viel Gift über das Giftgebiet streut, weil ihr Gift ja so sehr hasst. Wenn ich es abschalten kann, soll ich es abschalten? Du bist bei der Giftsprühmaschine. Ja, ja, ich bin da ganz oben drauf gerade. Oh, würde ja. Ich echt geil finden, ja, oder? Ja, schalt einfach ab. Wenn es geht, ich weiß nicht, ob es geht. Nee, dann mach also nicht, dass du jetzt irgendwie 10 Minuten Story machen musst. Kotzen. Ich brauch ein Kleeblatt und ich könnte es zumachen, glaube ich. Wie? Oh mein Gott! Ich habe eine neue Fliege entdeckt, die dir Sachen aus dem Inventory boxt. Hm? Das klingt auch nach einer richtig nervigen Fliege. Aber bleib mal weg mit der.
Matra, du hast doch so ein Repair-Teil, ne? Yes, Sir. Kannst du einmal das Dörr-Ding hier reparieren? Ja, warte kurz. Ich will kurz meine Waffe hier einsortieren. Was soll ich reparieren? Das Dörr-Teil hier. Oh, das ist echt ganz schön kaputt gewesen. Nee, war gar nicht so sehr kaputt, ne? Hier, warte, kriegst was dafür. Alter, was? Aber die heilen kein Leben, ne? Das ist für Essen nur. Nur Essen, okay. Aber das ist geil, dass die nicht verdorren, Alter. Und die stacken. Und die stacken, ja. Dass sie nicht verdorren und stacken, ist halt genial. Das ist halt wirklich der Oberhammer. Wir haben halt jetzt Essen und Trinken-Problem gelöst, eigentlich. Ich brauche ein Kleeblatt und ich kann hier einen Wegweiser hinbauen oder sowas. Oder vielleicht das Ding zumachen. Ich weiß nicht, wofür es ist. Kaugummi-Stückchen. Das ist es. Damit kann ich zumachen, Jungs. Kaugummi-Stückchen. Wir können doch keine andere Schaufel herstellen, Bro. Ja, aber also, witzig. Das Ding ist, warum jetzt hier überhaupt so Gas ist. Da ist ein Leck da oben. So ein ganz kleiner Leck. Und da steht, jo, hier, wenn du ein Kaugummi-Stückchen hast, dann kannst du es hier zumachen. Und dann wäre dieses Giftgebiet kein Giftgebiet mehr, glaube ich. Das ist mein Call. Das finde ich geil. Dann wissen wir das jetzt wenigstens schon mal. Ist gut. Da war einfach eine Fliege, die, wenn die mich trifft, mein Inventory, also das, was du in der rechten Hand hast, aus der Hand schlägt. Sau nervig. Und war auch was, wenn du blockst, oder hast du probiert zu blocken und die hat das rausgeschlagen? Gar nicht, ich hab nicht... So eine kleine Pissfliege war das. Oh oh. What the fuck? Ich will hier nicht sein, ich will hier nicht sein, ich will hier überhaupt nicht sein. Ich will nur zu euch. Ich glaube, ich gehe Asseln farmen, oder? Asseln farmen? Ja, oder? Für die geile Rüstung, die Asselrüstung. Ach, ich finde, was macht ihr denn alles für Content schon? Ich komme back. Komisch. Hä, du warst dabei, als wir die Assel gefarmt haben, Max. Was laberst du eigentlich? Ich kann mich daran erinnern, dass du und Reapers gesagt haben, lasst mal das Game nicht so rushen, lasst uns das entspannt zocken. Ja, wir machen keine Kampagnensachen. Ich auch, nichts. Ich wollte gerade sagen. Und ich bin die ganze Zeit hier am Bauen, am Bauen, am Bauen, ja, du am bist Bauen. Am Bauen, hä? Wir können doch nicht alle gleichzeitig bauen, dann reicht's, das ist doch, sonst haben wir direkt das Raft-Problem. Wenn ich jetzt anfange hier zu bauen und Reapers auch noch anfängt zu bauen, dann haben wir doch, kriegen wir doch gar nichts fertig gebaut, Bro. Hättest du ja auch hier zum Beispiel deine Falle oder die Läusefalle bauen können. Ja, umsetzen können. Oh, ich will einfach nur zu Hause sein. Also die Rüsselkäferfalle, die muss funktionieren. Wie kommt man denn da rein zu den Rüsselkäfern? Warum? Gar nicht. Funktionieren? Gar nicht, die laufen die ganze Zeit gegen den Zaun. Da drinnen sind Pilze, die ziehen die an und die laufen dann die ganze Zeit hier gegen den Zaun, weil die an den Pilz wollen. Ich bin wieder zu Hause. Achso, dann legt er doch einfach mal so eine Suppe noch mit rein, oder? Vielleicht hilft das ja. Vielleicht geht dann da. Ach nee, die Suppe hast du jetzt außen hingelegt. Okay, auch gut. Genau, ja, hier kommen die Läuse dann immer hin. Hier waren eben schon wieder zwei, die habe ich geklatscht. Und die hänge ich jetzt gleich wieder auf. Ich. Was sind das so? Süßigkeiten. Mal rein. Ich will wahnsinnig gerne meine Mutation auf dem anderen Level haben. Grashalm-Abschneide-Dings. Können wir irgendwas damit machen? Können wir irgendwie ganz viele Platten oder ganz viele Wände oder irgendwas, irgendwie was Verrücktes, aber dann am Ende des Tages doch Sinnvolles machen? Ach, weil du die Mutation unbedingt willst, oder was? Ja, genau. Hm. Was können wir mit Blättern machen? Die Atemerhöhung ist schon krass, Alter, am Stück, wie viel man rennen kann. Nur bis es regent, ist halt ätzend, ne? Pilzbrei. Pilzbrei, verwendbar für Fragezeichen?
essen. Haben wir was zu essen? Ja. Ja? Ja. Bitte keine Pilze. Nee, keine Pilze. Was haben wir? Läuse und Rüsselfleisch. Wir brauchen aber noch mehr Dörrstation G-Time. Und wir brauchen das oben irgendwie geräumiger nochmal, weißt du? Wir müssen morgen ein bisschen upsteppen nochmal. Wir brauchen locker noch 5 Dörr-Dinger. Weil die eh sich unendlich lange halten, weißt du? Oh, das ist einfach Essen. Ihr seid so Gamer. Ich hoffe, du hast jetzt nicht Mute, hallo? Fuck! Das war echt ein großer Plan, den ich hier gerade gewidmet habe, der ganzen Gruppe. Kriegst du ein müdes Huste? Ach, im Püriergewürz. Hier ist noch eine dicke Biene, willst du die fighten? Würde ich geil finden. Pull die jetzt. Gepult. Komm, machen. Sekundoption. Haben wir hier gar nicht drinne. Warum kleppe ich jetzt deine Biene alleine? Das wäre super geil. Hab sie gekillt. Echt? So schnell? Ja. Scheiße. Und du chillst neben mir und hilfst mir nicht. Du bist sogar extra von der Base runtergelockt, dass sie nichts mehr kaputt macht. Ah, ja. Was ist das? Fragwürdiger Schlons. Ich habe fragwürdiger Schlons hergestellt. Das ist fragwürdig. Ey, Gita, ich habe gerade mit dir geredet. Du warst full mute. Das war schade. Okay. Wir müssen morgen noch viel mehr Dörrgeräte bauen. Und das alles oben ein bisschen größer machen. Dafür brauchen wir krass viele Materialien. Aber ich hole die meinetwegen alle ran. Wir brauchen alles geräumiger und großflächiger. Wollen wir machen, ja. Gerade die Dürrgeräte, wir brauchen locker nochmal doppelt so viele. Wenn wir die Fallen haben und die halten sich auch alle so lange. Weißt du? Ja, wir können wie gesagt halt auch noch ein Stockwerk drauf und gehen dann in die andere Richtung damit um den Baum herum, würde ich sowieso sagen. Weil wir können ja später diese Ziplines hier noch bauen, ne? Genau. Also, dass sie unendlich lange haltbar sind, ist geil. Wie geht das fucking Püriergerät? Oder ist das das Püriergerät? Wir haben ein Püriergerät schon, glaube ich. Oh mein Gott, das ist das Püriergerät. Pilzbrei. Kann so viel mehr Ausdauer. Wir haben gar keinen Ton in der Base, ne? Ja, ich nee, hab doch gesagt, nimm mit, Alter. Wir haben aber ich ja, hab eigentlich immer schon was Ton mitgenommen, aber ich hab's. Was sagst du? Wir haben gar keinen Ton. Ja, gut, ich hab 8 jetzt halt mit. Ich weiß nicht, ob das viel bringt, aber. Mitgenommen hab ich's trotzdem. Klar. So geil, wie viel Wasser wir auch haben. Es ist so chillig. Essen, Bro, Essen. Nur das Essen bricht uns. Das war's. Das wir war's. Haben Essen. Wir haben Essen. Wir haben nicht unendlich Essen. Ich glaube, was ist das? Was ist denn da baut? Und Essen an sich ist immer auch immer noch nervig, weil ein Essen Slot auch wegnimmt. Checkst du? Das ist das Brutale am Essen. Geh mal an die Essenskiste hier, Reapers. Also ja, selbst wenn wir viel Essen haben, Bro. Nee, geh mal aber du musst mal an die Essenskiste trotzdem. Wie? Die gedörrten Läuse, die kannst du bis auf 10 hochstacken. Ach so, okay. Brauch nur einen Platz, aber du kannst 10 und Stück halten sich unendlich und lange kannst, und geben gut Essen. Ich habe das vorhin geguckt bei den
goldenen Zähnen kannst du Verbrauchsgüter, kannst du die Stackgröße hochskillen, dann kannst du 15 nehmen, statt 10. Das ist stark. Das ist cool, das, ne? Das finde ich stark, ja. Wenn wir davon viel haben, dann ist das es. Aber das ist doch so Mid-to-Endgame-Shit, Alter, dass das seit früher kommen müssen, sowas. Oder? Ja, Hardcore irgendwie. Ein Essen, ein Inventory-Slot und dann, boah, hält das noch so kurz. Schwierig. Fortnite-Gaming ist eingeleitet. Pilzziegel, geil. Ob wir keine Marienkäfer und kein Bärenleder haben. Müssen wir, warte mal. Haben wir, oh mein Gott. Weit weg. Hm. Schmelzofen für Pilzziegel. Tut immer den falschen Raum, ich bin so scheiße. Aktive Mutation mache ich noch eins dazu, ne? Und jetzt nehme ich... Das Wasser sieht so satisfying aus in diesen Spinnennetzen, Alter. Ja, ja, oder? Das ist geil, Alter. Ein dicker, richtig dicker Schluck Wasser. Wenn du so, kennst du, wenn du so richtig durstig bist? Ja, ja. Also kommt so ein richtig dicker Schluck Wasser einfach nice. Und so sieht es auch einfach aus. So, oh, jetzt mal ein Schluck Wasser. Wir können was Neues lernen. Schwimmendes Fundament. Finde ich, ist nicht verkehrt. Bin ich ein bisschen verkehrt. Westlich. Pollengeschütz? Das wollte Romatra bauen. Das wollte ich bauen. Hast du gesagt, das ist schon cool. Damn. Wasserspinnenbocke. Ein Pfeil. Haben will. Fuck. Oha, wer hat dafür, ich hab sie erst. Ich hab sie erst science, die Punkte. Ich hab sie erst science, okay. Womit? Ja, Quests gemacht. Fixer. Nee. Ich hab mich hochgefortnitet irgendwo. Wir hatten noch dieses, diese eine Wand, die wir hochgekommen sind. Da hab ich, da hab ich mich hochgeneintet. Ja, das war's auch schon. Weiß ich nicht, ob du das darfst. Wir sind in Gebiete rein, wo wir noch nicht hin sollen. Und spoilerst dir. Krank. Krank, ja. Krank. Wir können auch um die Base einfach mehrere von diesen Romatra. Ich fand der Romatras Lausfalle vorhin sehr geil. Ich finde die auch sehr geil. Die hat auch funktioniert. Ja, ich hier vorne, wo 1000 Läuse sind, wo ich die ganze Zeit Rasen farm, wo ich eh immer oft chille. Digga, da laufen einfach so 6 Stück, sehe ich da gleichzeitig. Wenn wir da so eine Falle hätten, wir alles vorbei für die. Es gab einen goldenen Zahn, oder was? Den wir gefunden haben. Ja. Hab ich gefunden. Bro, aber es gibt 15 Slots für goldene Zähne. 15! Die können wir gerade mal eingefunden haben in 15 Stunden Gaming. Hä? Was ist das hier? Das wird eine Seilrutsche. Ah. Mit der können wir dann schnell runter zum Teich. Das ist ja geil. Oh mein Gott, wie gut bist du, Mann. Kevin, bist du müde? Hm? Bist du müde? Nö, warum? Du klangst auch ein bisschen so. Nö, ich war jetzt gerade ein bisschen konzentriert, weil ich geguckt habe. Scheiße, ich wurde gewonshottet von so einer scheiß Asselmassel. Hast du recht? Weil du alleine wieder in Gebiete gehst, wo du nicht sollst. Was nochmal, Kevin? Ja, genau. Ich war ruhig, Zero, weil ich gerade so ein bisschen konzentriert war hier. Wiest? 5 Subgifts? Gucken, wo ich die genau geil hinbaue. Alle Subs für einen guten Zweck. Wie hoch sind wir heute eigentlich? Wie viel haben wir gemacht? Ich bin in der Unterwasserbase gespawnt. Das ist ja furchtbar. Oh, gut, dass du sagst, Alter. Schnell den Spawnpunkt in den Base setzen. Max macht das auch, wenn du das noch nicht hast. Hab ich. Boom. Gallery Spawnpunkt. Okay, ich habe hier unten noch eine hingestellt, da müssen wir jetzt auch nochmal Stuff. Funktioniert die, keine Ahnung, was ihr gebaut habt? Mit den Pilzen?
Die müssen noch wachsen, die Pilze. Wenn die gewachsen sind, dann sollte die Rüsselkäfer, die hier immer rumlaufen, anlocken. Und dann können wir die töten, wenn die da drum sind. Ja, wie? Achso, und dann schlagen wir die einfach, oder was? Ja, du tötest sie einfach, wenn die dann da versuchen. Die laufen die ganze Zeit gegen die Barrikaden, weil die wollen da rein. Und dann kannst du die einfach töten. Richtiges Ritual hier, Alter. Witzig. Nicht sieht witzig aus. Waffenszeit? Fragezeichen? Ingame? Ja. Ja. Scheiße. Was ist los, Ruth? Diese Asseln sind echt hardcore, ne? Ja, den müssen wir zusammen besiegen. Ja. Aber du hast dich hochgeglitscht. Es gibt eine spröde Quarzitscherbe und eine robuste Quarzitscherbe. Krass. Würde tatsächlich abstreiten, dass ich mich hochgeglitscht habe. Doch, du hast eine Mechanik. Ich habe eine Mechanik, wenn die im Game vorhanden ist. Dann wurdest du einfach geklappt. Dann wurde ich geklappt. Ja, okay. Wo bin ich? Trimac? Da oben. Krass, hä? Du hast einfach instinktiv hochgeguckt. Ja, wenn du überrascht bist, bist du oben. Gut. Ja, was ist passiert? Ich wollte die essen. Waffen? Schlafen? Ja. Ich leg mich schon mal hin und ich geh aufs Klo in Real Life. Ich würde jetzt, also entweder jetzt schlafen oder nicht, weil ich muss meine Sachen noch recovern, meinen ganzen Scheiß. Schafft ihr es zu schlafen? Unten? Mit recovern. Also ich bin jetzt gerade hier unten und hol noch so einen Baum hier. Na, dann geh ich kurz meinen Scheiß holen. Also es ist der nämlich weg. Komisch. Guck mal, das geht weg. Eingelagert, pilzfrei. Aber wohin? Ist hier irgendwo eine Kiste? In welcher Kiste ist Pilzbrei? Einer? Ich check's nicht. Ich drück N, es wird wegsortiert, aber wohin? Bin ich so kacke? Ich seh's nicht. Nachts ist das Game irgendwie cooler nochmal, finde ich. Nee. Pilzbrei ist Essen? Pilzbrei ist doch kein Essen. Doch, Pilzbrei ist Essen. Was hast du gedacht, was Pilzbrei ist? Medizin? Oder... Nee, Pilzbrei ist kein Essen. Wir sind hier immer noch nicht schlafen. Ja, weil jeder was anderes macht. Okay, ist das gut? Na. Kevin und Umatanae. Ja. Ihr habt doch vor kurzem Forest gespielt. Ja. Habt ihr es durchgespielt? Schmelzofen. Ja, aber wir haben leider viel zu sehr gerusht auch. Wir wussten nicht, dass die Story dann doch so schnell durch ist. War schon sehr schnell durch, oder? War schon sehr, sehr schnell durch, ja. Und wie war das so? War das wie in eurer Erinnerung zu damals? Das Ding ist, ich hatte 50 Stunden Spielzeit in Forest damals. Irgendwas hat mich damals dazu bewegt, lange Forest zu spielen. Also ich glaube, ich habe einfach viel mehr Base gebaut damals. Und damals konntest du die Story auch noch gar nicht zu Ende spielen. Wo ist denn der Schmelzofen? Das heißt, ich habe sie auch nicht zu Ende gespielt, weil es halt einfach nicht ging, ne?
Aber guck mal, das, im Vergleich jetzt, ja, was man so machen kann, was man erleben kann, wie die Gebiete sind und so, da ist das hier doch, auch klar, wenn es neu ist, aber das ist doch schon echt ein riesiger Unterschied, oder nicht? Das hier ist deutlich stärker, ja. Ich auch. Das finde ich auch. Ist deutlich stärker. Ich sag mal so, man muss das Verhältnis, denke ich mal, auch so ein bisschen beachten, ne? Das Studio, ja, was hier hinter steckt, sind ja viel mehr Leute als bei The Forest damals. Stimmt ja. Wir haben noch keinen Schmelzofen, wieso das denn nicht? Du warst doch der Schmiedetyp. Ja, ich dachte, Schmiede wäre Schmelzofen, ist es aber nicht. Nee, Schmelzofen müssen wir noch bauen. Wir können ihn nicht bauen. Ja, weil wir das Rezept noch nicht können. Wieso das denn nicht? Ja, dann müssen wir erstmal die Story weitermachen. Oh Gott. Was ist denn unser Story-Auftrag? Wissen wir das überhaupt? Weiter Superchips suchen. Ja, und Alter, ich kann meine Pilze abbauen. Bitte? Was war der nächste Tipp? Was ist der Call? Hattet ihr nicht gesagt, wir müssen da, wo überall die Gas ist, hin? Nö. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nur, was unter das noch unter Wasser. Aber er hat noch was gesagt. Ulga, einen der letzten beiden. Habt ihr nicht im Wasser schon eingeholt? So, haben wir, das ist durch. Das Nebellabor müssen wir machen. Was ist das für ein heftiger Riesenpilzbäume hier, Alter? Krass, oder? Die sehen geisteskrank aus. What the fuck? Ich realisiere es jetzt erst. Wie groß sind die, ey? Was bringen die so? Was ist jetzt passiert? Das ist kaputt gegangen. Im Boden zerhauen einfach. Witzig. Ach du heilige Scheiße. Für die Dinger kaputt gemacht. Was bringen die Pilzbäume? Nur Pilze oder was? Pilzbrei und daraus können wir Pilzziegel machen. Ja, okay. Gehen wir pennen jetzt oder eher nicht? Das sind doch alle hier oder nicht? Nee, ich bin gar nicht da. Oh, okay, dann gehe ich jetzt auch. Komm mal her, hier draußen. Da geht's noch weiter nach oben. Das ist ja geisteskrank. Oh mein Gott, schon wieder. Das ist ja gefährlich. Ich hab's geschafft. Verleg hier meine Gartenbeete. Wie so ein Vollidiot. Darf mir schon so drei von diesen Läusen da holen, oder? Ja klar. Ja, Fleisch. Ich hab drei neue, die kann ich direkt wieder draufhängen. Ja, jetzt wird's aber shit, Alter. Wieso ist es schon wieder kaputt gegangen? Ich zieh jetzt durch, ne? Kein Schlafen. Ihr wolltet nicht schlafen? Ich schlafe nicht. Dann gehe ich wieder auf Zahnsuche. Zähne ja, sind so OP. Reapers, ich wollte dir was zeigen, komm mal. Ja, okay. Da! Schon wieder kaputt. Halt's du Maul. Mit Moimax. Was da ist da? Jetzt Base, habt ihr es aber gesehen, oder? Jetzt habt ihr es gesehen. Ich bin extra ganz weit nach oben geguckt. Hier, wenn du schnell weg willst. Eine Zipline. Wie viele kannst du davon bauen? Und wie steil alle Richtungen können sie bauen. Gehen? Und wie steil können sie gehen? Oder wie weit können sie gehen? Distance? Ich glaube, die Distanz ist eigentlich fast egal. Nein. Komm, sofort testen dann. Wie viel kannst du eine bauen noch? Nochmal? Ja, dann müssen wir die halt wieder aufstellen, ne? Wie? Ja, du musst halt einmal eine oben bei uns platzieren und dann, wo die hingehen soll. Ja, ich mach so, ich will sofort hier eine in diese Richtung. Hey, schreibt sogar bei mir im Chat jemand, der die ganze Zeit mir auch schon gesagt hat, hier wegen Sachen. Er sagt, die Distanz ist unendlich, also du kannst die... Das ist ja unendlich geil dann auch, oder? Ja, du kannst über den ganzen Garten eine ziehen, wenn du willst. Ich will über den ganzen Garten eine ziehen. Jetzt. Dürfen wir das machen? Ich mach das gerne. Da brauchst du aber sau viel Spinnenseide, ne? Du musst Je länger, desto mehr Seil. Ja, okay. Ja, genau. Das Seil hat 5 Seide gebraucht. Okay. Ja, schade. Wie viel haben wir? Weil das könnte... Oh, das wird uns so viel Zeit sparen. Das wäre geisteskrank. So ins Bienengebiet da hinten. Ja. Vor allen Dingen, also meine Idee wäre jetzt... So mein Max sagte, wir brauchen ja eh mehr Platz. Ich baue morgen höher und dann einmal um den Baum fast rundherum. Ja. Dann können wir einfach in alle Richtungen, wenn wir wollen. Das wäre geil. Wir bauen einen hohen Turm von hier und dann können wir in alle Richtungen ganz weit. Ja, aber wir dürfen nicht zu hoch gehen, ne? Sonst brauchen wir jedes Mal auch ultra lang, um hier hochzukommen. Das nervt ja, dann ja, auch. Ja, das muss so ein guter Mittelweg sein. Ja, jetzt finde ich eigentlich schon ganz gut, du, ne? Oh, die Höhe findest du schon hoch?
Ja, es kommt dir nicht so vor wegen den ganzen Wurzeln hier, aber wenn du mal zum Boden runter guckst, sondern zum richtigen Boden, dann ist das schon hoch. Ja, ja. Vor allem guck mal, wo ich gerade bin. Ja, ich bin eigentlich relativ hoch oben und ihr seid trotzdem noch über mir. Ja, ja. Aber von hier können wir über die gesamte Map gucken. Wir sind höher als die gesamte Map. Witzigerweise. Ihr seid auch ein Baum. Also. Ja, höchstens da hinten das Gebiet. Da waren wir auch noch nicht. Hier ist hier zu wenig Platz. Wir müssen morgen einmal komplett neu konstruieren, G-Time, dass ich hier einmal einen unglaublich viele Pilze machen kann. Weil da kann ich diese Pilzblöcke machen und dann haben wir noch ein geileres Material zum Bauen. Wie neu konstruieren? Du willst. Der Platz reicht dir nicht, oder wie? Nee, das muss ich nochmal vervierfachen. Ich hole auch die Materialien ran. Du musst nur sagen, wo. Ich hole Holz und Blätter ran. Wir können doch deinen Platz hier noch weiter hier nach hinten, guck mal, erweitern. Wir können ja alles umstellen. Ja, genau. Dann erweitern wir deinen Platz noch in die Richtung hier. Das machen wir. Dann machen wir das nochmal doppelt so groß, wie es jetzt ist. Geil. Ja, oder dreifach so groß. Das ist geil. Ja, das ist kein Problem. Machen wir. Wir gehen einfach um den Baum rum. Ich habe auch alles erledigt, was ich erledigen wollte. Ich auch, okay. Was war das für ein Geräusch? Was ist denn das hier? I'm ready to eat my... Sag mal, was ist denn das?